Willkommen zurück zu Kirby's Dream Land 2. Wir gehen einfach in ein Level. Ich habe nämlich nichts zu erzählen, deshalb spielen wir einfach ganz gechillt. Ja, so sieht's aus. Wow, 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 oh, oh, oh. diese bouncingen Dinger da. Oh Gott, die hätten mich jetzt fast getroffen. Das war knapp. Aber okay, wir spielen ganz gechillt. Und man kann zum Glück Wunder was in die Attacke einsetzen, auch wenn sie keine große Range hat. Zumindest können wir das machen, weil sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich schon 20 Mal getroffen worden. Wahrscheinlich schon 20 Mal gestorben. Apropos gestorben, wir brauchen mehr One-Ups, sonst verlieren wir wirklich noch. Ich möchte ungern Game Over gehen. Ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn man Game Over geht. Und ich möchte es auch ungern herausfinden. Ja, jetzt sieht es aber ein bisschen schlecht aus. Aber egal. Einfach durch, einfach durch. Ah, ja, wie kommst du da denn durch? Ohne Fähigkeit. Sieht mir sehr schwer aus. Den nehme ich mal. Und zwar die Fähigkeit. Ja, die mag ich überhaupt nicht. Einfach aus dem Grund, weil die von oben nach unten schießt. Das ist schon eine coole Idee, so. So ist es nicht, aber... Ah, es macht gerade keine... Ne, es ist gerade keine Hilfe. So, ja. Es ist gerade keine Hilfe. Wo kommst du her? Einfach ein Stein. War jetzt mal gar nichts. Mal gucken, was passiert. Cooles Level. Spielt sich von alleine. Nach dem Maker. Spielt sich wirklich von alleine. Moment, warte, was ist denn hier? Ich will wissen, was. Nein, 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 nicht so schnell. Ich will wissen, was hier ist. Ist das eine Abkürzung? Wow, 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 wow. Hier geht's aber ganz schnell nach unten. Durch. Irgendwie will ich das Level einfach so spielen mit dem Stein und dann gucken, was passiert. Aber irgendwie will ich jetzt wissen, was hier ist. Ist wahrscheinlich das, wo man hin soll, oder? Am Ende. Wo ich mal nichts mache. Ja, ja. Okay. Na gut. Interessantes Level auf jeden Fall. Dich nehme ich mal mit. Oder auch nicht. Dann behalte ich halt den Stein. Wir sterben gerade. Das ist gerade nicht so gut. Wow, 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 wow. Aber diese Folge wird ein bisschen chilliger. Ich versuche auch diese Folge ein bisschen weniger zu failen. Die Folge wird aus dem Grund chilliger, weil wir nichts zu sammeln haben. Wir haben alles, was man haben kann in dem Spiel. Bis auf halt letzte Welt. Aber wir sind ja noch in der vorletzten Welt, deshalb können wir noch ein bisschen chillen. Okay, hier ist ein Stern. Stern? Den nehme ich mal mit. Why not? Wenn wir genug von den Sternen haben, ihr wisst, dann kriegen wir einen One-Up. Das kann ich gut brauchen. Denn ich bin schlecht. Wow, 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 wow. Was mache ich? Außen rum und dann. Ja, okay, perfekt. Oh Gott, ich mag dieses Design hier überhaupt nicht. Wow, 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 wow. Okay. Okay, ganz viel Enemy-Spamming, aber wir müssen ja nicht alle befreien, oder? Ich glaube nicht. Wow, 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 wow. Komm her. Komm her. Ich kill dich. Warum respawnen die da oben? Verdammt. Nein, der respawnt auch. Okay, nein. Das war eine dumme Idee. Den hätte ich befreien müssen. Okay, ich befreie gerade, glaube ich, alle, oder? Ja, ich befreie gerade alle. Oh Gott, nein. Ah, verdammt. Egal, einfach runter. Einfach runter. Ich sterbe. Oh Gott, ich werde sterben. Oh mein Gott, ich werde sterben. Nein. Oh mein Gott. Pisst euch. Oh nein, ich kann nicht einsaugen. Oh mein Gott. Ich bin fast tot. Hau ab. Oh mein Gott. Okay, ist hier noch jemand? Ich habe Angst, ich traue euch nicht. Hau ab, hau ab. Oh Gott, gib her. Ich muss euch abschießen. Okay. Oh nein, da unten ist noch einer. Wenn der mich jetzt killt. Okay. Puh, schwieriges Level. Aber ich gebe mir Mühe, nicht zu failen. Haben genug gefailt in den letzten Folgen. Jetzt wird mache ich jetzt Skill. Ausgepackt. Der brauche ich. Den brauche ich. Ja. Deutsch auch. Ja. Oh oh. Die können sich unsichtbar machen und dann sind sie auf einmal ganz anders. Muss man aufpassen. Was ist denn hier? Nichts. Cool. Oh oh. Ich hätte es gebrochen. Oder? Was macht der? Der fliegt nach oben. Warum fliegt der nach oben? Ja. Habe ich mir schon gedacht. Ich meine, was soll ich machen, wenn der nach oben fliegt? Wie soll ich ihn da treffen? Ich wette, hier irgendwo dahinter ist doch irgendwas. Oder nicht? Das kann ich mir nicht erzählen. Wow, 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 wow. Okay. Ah, verdammt!
Vielleicht habe ich nicht den richtigen Partner. Vielleicht soll man das Level einfach nur als Kirby machen. Oder als, weiß ich nicht, Rick oder so. Ich glaube, Kuh ist ja vielleicht nicht der beste Partner gewesen. Egal. Wow, hi. Na? Oh, warum fliegst du? Warum fliegst du? Hör auf zu fliegen! Okay, getroffen. Perfekt. Der macht mir Angst. Ah, verdammt. Zu langsam. Der dasht. Ja. Bam. Okay. Dann kriegen wir einen neuen Partner. Außer es ist wieder Kuh, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, man soll einen anderen Charakter bekommen. Yeah, dead. Und wir kriegen den Igel. Nein, wir sollen hier tatsächlich Kuh bekommen. Okay. Hier kriegt man Gui. Gui kriegt man immer, wenn man den gleichen Partner schon hat, den man da bekommen würde. Holy, was ist das denn hier? Gott. Hier soll man nicht durchspeeden. Bisschen Zeit nehmen. Oh Gott, was ist das denn hier? Ey, ach komm, das war gemein. Das habe ich nicht erwartet. Oh, ist unter Wasser. Warum ist hier unter Wasser? I don't like unter Wasser. Du, lass mich hier weg. Du Keck. Du. Einfach rein. Nein, einfach rein. Einfach rein. Oh, wie habe ich das geschafft? Warte, ich will mich ein bisschen erkunden. Vielleicht gibt es hier irgendwas. Nicht so weit nach unten fliegen, ne? Sonst stürmen wir. Daran muss man denken, wenn man das hier macht. Oh Gott. Na, komm, fliegen wir einfach nach oben. Da unten wird schon nichts sein. Okay, hier ist eine schöne Fähigkeit, die hätte ich gerne. Damit meine ich, Spark. Eigentlich meine ich Spark, aber wir können auch eine andere Fähigkeit nehmen. Obwohl, ne, ich nehme Spark. Warte, wie benutze ich die? Hier unten, hier an diesen Blöcken. Komm schon. Okay, jetzt habe ich sie. Mhm. Zack. Weg. Zack. Okay. Hier krieg ich doch bestimmt alle, oder? Oh, Heilung. Perfekt. Perfekt. So. Das wird ein bisschen schwer. Obwohl, gar nicht. Er ist runtergefallen. Hat das. Hat der auch? Leute, ich wusste gar nicht, dass das geht. That was funny. Aber ich hätte jetzt Lust auf den Gegner hier. Geh mal her. Kann ich dem Ding hier machen? Das ist cool. Das war's ja noch mit dem guten. Wow. Oder? Moment, hier unten war noch. Ja, hier unten. Zack. Yeah, okay. Nein! Ah, verdammt! Oh Mann, warum bin ich so schlecht in dem Spiel? Ich versteh's nicht. Vielleicht ist das allgemein das Level schwer. Vielleicht bin das nicht nur ich. Okay. Naja, ist auch egal. Kommt mir gut durch. Oh mein Gott, wie viele One-Ups. Okay, das Spiel liebt mich. Und Heilung, obwohl ich jetzt schon full heal bin. Okay. Nice. Sehr herausforderndes Level, hat mir gefallen. Und wir haben leider keinen One-Up, aber wir haben so viel One-Ups kassiert. Da juckt mich das auch nicht mehr. Ich hoffe, wir schaffen in dieser Folge die ganze Welt durch. Das ist nämlich zumindest mein Ziel, dass wir in dieser Folge noch Welt 7 kennenlernen. Das Finale? Gibt's hier unten noch was? Nein, nein, das ist nur der Tod. Okay. Moment, kann ich nicht unten durch? Ich glaube nicht. Mehr. Oh, Alter, war das knapp. Da wäre ich jetzt gestorben, wenn er mich getroffen hätte, glaube ich. Ja. Ah, so mal so machen. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okidoki, okidoki, no, 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 da soll man es nicht machen. Ah, ich muss weiter durch, ich muss ja weiter durch. Okay, ich glaube, diese Blöcke indikieren, dass ich da durch muss. Okay, gib mal hier Igel, warum nicht? Zack. Moment, habe ich hier unten was gesehen? Hier unten habe ich irgendwas gesehen. Ihr könnt mir keine One-Ups verstecken. Ich krieg alle One-Ups. Ist hier nichts? Sieht so leer aus hier. Okay, anscheinend ist hier nichts. Seltsam. Seltsames Level-Design. Aber okay. Ja, Steine bringt nichts, dass sie hier so runterfällt und so ein Erdbeben macht, weil ich bin in der Luft. Da starre ich nicht. No, no, no. Nein, nein, nein. Oh, Kirby Dance. Kirby Dance. Okay. Hi. Na, wie geht's?
Nicht gut. Das tut mir leid. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich gekillt habe. Okay. Warte, hier unten ist bestimmt noch was, oder? Ist hier unten was? Sieht wieder so aus, als wäre hier was. Hier ist einfach wirklich nichts? Ich kann hier so einen Übergang machen. Cool. Nur man könnte Leute Abkürzungen in diesem Free-Roaming-Kirby-Spiel. Open World Kirby. Wie fändet ihr das, Leute? Oh Gott, ich stelle es mir gerade vor. Interessante Idee auf jeden Fall. Kirby ist aber sowieso der Charakter von Nintendo, der alles ausprobieren muss. So, und da hier unten ein ganz alleinstehender ist, obwohl, ach so, nein. Ich dachte, das war so ein ganz alleinstehender, eingesperrter Charakter, Gegner. Oh nein. Komm her, komm her, komm her. Okay. Das war eine gute Idee. Ein Treffer und wir sind tot. Nicht gut. Oh, Cutter. Komm mal her, Cutter. Kann ich nämlich den hier machen? Das finde ich so nice. Okay. Ja, ich weiß. Ich bin gleich tot. Okay. Geh mal her. Yes. Das Ding ist, falls wir jetzt sterben sollten, dann sterben wir nicht wirklich. Nur Kuh ist halt tot dann. Dann müssen wir ihn neu holen irgendwann. Was, die Dinger bleiben da unten? Ich dachte, die kommen irgendwie hoch, dann werden die mich sehen. Nö, die bleiben da. Okay. Als ob da unten sowas wäre. Nicht, dass ich wüsste. Nein, nicht, dass ich wüsste. Also es kann gut, sehr, sehr, sehr gut sein, dass ich schon ein paar One-Up-Secrets verpasst habe, aber dann ist das halt so. Kann man ja selber finden, wenn man das Spiel spielt. Ich will ja nur zeigen, wie man die 100% findet. Goldene Mitte? Wow. Okay. Müssen wir jetzt alle Räume machen hier, oder? Anscheinend. Aber ich bin fast tot. Oh mein Gott. Hier ist die... Ah, hier ist der... Okay. Anscheinend muss man hier den richtigen Ort finden. Okay. Wahrscheinlich waren die anderen Räume auch voll mit Gegnern, die man besiegen musste. Absolut, haben wir den richtigen... Cool. Okay, letztes Level. Wow, Bosskampf direkt am Anfang, aber mit großem Wind. Da muss man aufpassen. Der schießt nämlich die Blitze. Ja, er schießt die Blitze. Aufpassen. Oh, er macht ganz viele Stampfattacken. Irgendwie kriegen die mich, obwohl es eigentlich nicht kriegen sollte. Ach, verdammt. Okay, weißt du was? Nein, daneben. Gib her. Nein. Okay, das wird schwer. Schmeiß einen Stern. Schmeiß einen Stern. Yes, komm her. Oh, nein. Bam! Yeah. Oh Mann, ich will eine neue Fähigkeit. Ich will einen neuen Charakter, meine ich. Oh, hier ist ein neuer Charakter. Nice. Okay. Dann sind wir jetzt Brick. Ich wollte eigentlich keinen, aber ist auch okay. Der Brick ist cool, cool. Wow. Ah, verdammt. Jetzt komme ich aber da nicht mehr ran. Ah, okay, da kommt man allgemein nicht ran. Wahrscheinlich hätte ich da einfach Koopa halten sollen. Okay. Good to know. Oh Leute, das ist cool. Oh mein Gott. Nein! Habt ihr gesehen? Ich konnte mich gerade rollen. Das war ja cool. Ich rolle und rolle. Ah, ich brauch sogar die Scheinfähigkeit, glaube ich. Doch nicht. Verdammt, ich bin voll schlecht heute, aber zum Glück sterbe ich nicht. Also, ich weiß nicht, zwischen Skill und Fail würde aber schon passen, Leute, oder? Nee, das meine ich. Den mache ich nicht. No. Oh! Ja, komm hoch, komm hoch. Yeah. Ja, jetzt hätte ich eigentlich lieber keinen gehabt in diesem Level. Ihr seht schon, hier ist überall Wasser. Oh, verdammt, ich bin so schlecht. Das ist nicht so gut. Tot. Und Dankeschön. Oh mein Gott. Mike, bitte, versuch richtig zu spielen. Ach man, seit wann geht er so nach unten? Okay, ich werde sterben, glaube ich. Brick ist nicht so gut hier in dem Level. Da hätte ich sogar lieber Q gehabt. Den spalten müssen. Aber ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Deshalb ist das einfach Try and Error. Bisschen.
nur so ein bisschen. Oh, bitte verpissen Sie sich. Danke. So, und ich weiß nicht, ob ich so ein großer Fan davon bin, dass die Musik sich immer daran dabei ändert, wenn man den anderen Charakter benutzt und nicht, wenn man ein anderes Level betritt. Also die Musik entscheidet halt wirklich der Charakter, den man gerade hat. Oh, so ein Stern! Schön und gut, aber genau das passiert jetzt. Dann haben wir zumindest diese Unterwassermusik. Oder allgemein diese Musik. Warte, kamen wir nicht von hier? Ja, und ich sterbe jetzt. Weil ich anscheinend, bevor ich Kuh hatte, fast tot war. Oh mein Gott. Okay, kommt runter, perfekt. Perfekt? Ja, perfekt. Okay, ich muss aufpassen. Ich bin kurz vorm Verrecken. Wow. Also die Hitboxen verstehe ich manchmal auch nicht. Oh, ist ein Stern. Und da oben ist das mal das Ziel. Ich hab's gesehen. Haut ab. Immer diese respawnenden Gegner. Hier oben ist einer, oder? Ja. Gut. Hier oben ist auch einer. Ah, aber der ist down. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Irgendwie, ich lasse mich von allem treffen, aber dann, wenn es knapp wird, spiele ich gut. Jetzt sage ich's, pass auf, jetzt sage ich's und jetzt sterbe ich. Oh, nein! Wow, oder? Holy! Ja, okay, ich werde sterben. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Oh mein Gott, nein. Okay. Yeah! Okay! Warte, den Rest will ich auch noch haben. Sehr interessantes Level. So, nun mit keiner Fähigkeit werden wir den Boss bestreiten von Welt 6, Cloudy Park. Yeah. Wer ist wohl der Boss? Nun, Kirby-Fans sollten es eigentlich schon wissen. Ich meine, es hat ja alles mit Wolken zu tun. Wer könnte es dann wohl sein? Es ist niemand anderes als... Der zeigt es noch nicht. Ja, jetzt zeigt er sich. Cracko! Und ist das Cracko Junior? Verdammt, Alter. Okay, ich verstehe den Boss nicht ganz. Nee, ich verstehe den Boss nicht. Pschu! Okay, ich glaube, bei diesem Boss muss man ganz viel am Boden und an der Luft sein. Ich glaube, da muss man so ein richtiges... einen Ausgleich finden von... Ach, verdammt. Aber der weiß, was ich mache. Das ist unfair. Alter, wie soll ich das schaffen? Alter. Okay, den Boss verstehe ich nicht. Okay, einfach warten. Irgendwann schießt er dann, genau. Und dann schießt er seine kleinen Mini-Crackers. Genau. Ihn damit treffen und dann ausweichen, weil der ist ja gerade gestunt, wenn ich ihn treffe. Okay. Da weg, weil das ist eine Bombe. Okay, okay. Ich glaube, jetzt habe ich es ein bisschen mehr verstanden. Bam! Ja, jetzt habe ich es mehr verstanden. Bam, 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 bam. Aber ich glaube, das ist allgemein so in dem Spiel, dass man erstmal die Bosse ein, zweimal spielen muss, bevor man sie versteht. Ist auch nichts Schlimmes oder so. Oh, verdammt, verdammt, daneben. Das ist nicht so gut. Nein, 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 das ist nicht so gut. Nein, 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 nicht so gut. Und er weiß ganz genau, was er macht. Oder? Aber maybe auch nicht. Okay, einen Hit braucht er doch, glaube ich. Dann ist er tot. Okay, so schwer ist er gar nicht. Man muss ihn erstmal nur verstehen. Okay, komm her. Nein! Was? Das hat nicht getroffen? Oh Gott. Oh crap. Okay, jetzt krieg ich ihn aber. Jetzt krieg ich ihn aber! Nimm das! Oh, ich glaube, das war's noch nicht. Oh, jetzt kommt richtig... Oh, jetzt ist Cracko da. Jetzt kommt richtiger Cracko. Das ist Cracko, wie man ihn kennt. Oh, 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 oh. Okay. Ja, ich weiß doch ungefähr, wie Cracko funktioniert. Ich bin nicht zum ersten Mal gegen Cracko. Ich mag ihn übrigens überhaupt nicht. Einer meiner Hassbässe in Kirby. Was ist das denn? Okay.
Neue Attacken hat er auch erlernt anscheinend. Oh, oh, was macht der? Oh, okay, drüber. Was macht der? Oh, oh. Okay, nicht schlimm. Noch nicht schlimm. Na, schon weg. Okay, aber ich stelle mich gut an. Wahrscheinlich deshalb, weil ich ihn halt kenne. Ah, es war klar. Gerade wenn ich sage, dass ich mich gut anstelle, weil ich mit. Ah, verdammt, ich werde sterben, oder? Ich möchte nicht sterben, bitte nicht. Oh, ich werde sowas von sterben. Soll ich selten? Ich weiß es nicht. Ah, ich hätte es nicht sehen müssen. Nein! Okay, ich habe jetzt mal ein Safe-Set gemacht. Auf dieser Stelle, damit ich den Kampf nicht die ganze Zeit neu machen muss, weil. Oh, oh mein Gott, das überlebe ich. Okay. Ja, ist halt ein bisschen langweilig und. Würde ich wieder so lange für diese Folge brauchen. Oh, oh, aufpassen. Außerdem, wenn ich es jetzt schaffe, ist es nicht schlimm, wenn ich es gesaved habe. Weil ich ihn ja sowieso nicht dann benutzen werde. Okay, ich kann mich einfach verstecken, wenn er das macht. Okay, gut. Ich bin immer vorher drüber geflogen, wie ihr gesehen habt. Aber muss man nicht. Okay, das ist viel mehr wie Cracko. Okay. Ich finde es auch richtig cool, wie der einen die ganze Zeit anschaut. Vor allem, er guckt mich an und weiß, dass ich da bin, aber schießt ganz woanders hin. Finde ich auch lustig. Nein, das hätte ein Doppelhit werden können. Oh. Okay, gut. Okay, das war ein Hit. Ich glaube, ich brauche sogar den Safe-Set gar nicht. Das ist sogar eine sehr gute Runde jetzt. Nein! Ich darf ihn immer noch nicht. Okay, aber jetzt ist fast tot. Ah, aua. Schau. Komm, schieß ein paar. Ja, ja, genau. Schieß ein paar von denen. Double Hits! Da geht er down! Cracko ist nur noch eine Wolke und mehr nicht. Yeah! Krasser Diss! Und nun. Auf zur letzten Welt. Level 7. Dark Castle. Das machen wir dann in der nächsten Folge von Kirby's Dream Land 2.